Ich habe soeben einen Anruf bekommen, dass ich die Möglichkeit habe, den neuen Callaway Rogue Driver zu testen. Und genau diese Möglichkeit möchte ich natürlich wahrnehmen. Sollten dir solche Reviews gefallen, dann bitte sofort aufs Daumen nach oben Symbol klicken, denn dann wird es in Zukunft mehr solche Reviews geben. Jetzt geht's ab auf die Driving Range und ich werde für dich den neuen Callaway Rogue Driver testen. Da bin ich also wieder. Ich habe nun den Callaway Driver auf der Driving Range getestet und bevor ich den Callaway Driver geschlagen habe, habe ich ein paar Bälle mit dem Ping Driver gespielt, bevor ich dann den Callaway Driver zum ersten Mal in die Hände bekam. Beim Callaway, wie es Schlagfeuer hat, man bei den alten auch passt, aber die Optik nicht, aber jetzt gehen alle mit der Pin-Optik. Machen die Hunde alle einen matten Driver, ne? Nach den ersten Eindrücken, die durchaus nicht schlecht waren, wie du gesehen hast, habe ich mir noch gedacht, ich muss jetzt wissen, wie performt der Callaway Driver im Vergleich zu dem Ping G425 Max Driver. Denn den hatte ich heute mit einem etwas schwereren Ping Tourschaft und der Schaft im Callaway Driver war eigentlich ähnlich schwer, sodass der Vergleich so gut wie möglich ist. Natürlich ist kein Schaft wie der andere, trotzdem sollte der Vergleich dann einigermaßen passen. Und um auch noch Zahlen zu bekommen, habe ich mich eben mit dem Garmin R10 beschäftigt und mit dem Garmin R10 ein paar Bälle geschlagen. Zuerst mit dem Callaway Driver und dann mit dem Ping Driver zum Vergleich. Viele sagen ja, dass der Rogue SD leicht fehlt den Eyelids. Fangen wir nun an mit den Daten des Callaway Drivers. Was man gleich dazu sagen muss, und das ist wirklich markant, hier habe ich mit Range-Bällen trainiert und man merkt einfach, was das für ein massiver Distanzverlust ist. Mit den Range-Bällen ist man um einiges kürzer, hat eine höhere Spinrate, das heißt ein Driver-Fitting mit Range-Bällen ist irgendwo sogar ein wenig grenzwertig, würde ich sagen. Denn die Spinrate ist nicht zu vergleichen mit einer Spinrate eines normalen Golfballes. Unter Anführungszeichen normalen Golfballes. Kommen wir nun zu den Daten des Callaway Drivers. Ich hatte eine Carry-Distanz von 226 Meter. Irgendwo zwischen 220 und 230 habe ich mich Carry mit den Range-Bällen eingependelt, was für mich, um ehrlich zu sein, mit diesen Range-Bällen ein sehr, sehr guter Wert ist.
Er gibt mir hier bei dem Schlag zum Beispiel eine Gesamtstrecke, eine Gesamtdistanz von 244 Metern, mit dem Rennspall wiederum, eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von 116 Metern und eine Ballgeschwindigkeit von 162 Meilen. Was sehr gute Werte sind, um ehrlich zu sein, mit dem Calorie Driver. Besser, als ich mir im Leben vorstellen hätte können. Als ich mir je im Leben hätte vorstellen können. Die Rückwärtsstrahlrate war, wie bereits erwähnt, weil es ein Rennspall war, mit 3401 Umdrehungen etwas hoch. Was aber nicht daran lag, dass der Garmin Approach R10 das Ganze schlecht gemessen hat, nein, das waren eben wirklich die Driving-Rennspälle. Vielleicht ein kleiner Exkurs zum Garmin R10. Das Ding ist ein lässiges, tragbares Gerät, das man immer auf der Driving Range mitnehmen kann. Ich bin der Meinung, die Distanzen passen nicht schlecht, bis man eben anfängt, wirklich Gas zu geben. Das heißt, bis zu Distanzen von 180 Metern ist das wirklich ein super Gerät und kann ich nur jedem empfehlen. Wenn man dann allerdings anfängt, über 200 Meter weit zu schlagen, ist dann doch der ein oder andere Messfehler dabei. Muss auch so sein. Warum? Weil das Ding einfach viel weniger kostet als mein FlightScope zum Beispiel. Aber wie gesagt, für einen schnellen Test ist das Ding durchaus zu gebrauchen. Auch wenn dann der ein oder andere Ballflug nicht ganz passen wird. Aber das muss man halt einfach in Kauf nehmen, wenn man sich ein etwas günstigeres Gadget aussucht. Kommen wir nun zu den Taten meines Ping G425 Drivers und man sieht gleich, dass hier natürlich die Carry-Distanzen, die Gesamtdistanzen sehr, sehr ähnlich waren. Die Spinrate war ähnlich hoch, die Distanz war ähnlich hoch. Es gibt auch, glaube ich, jetzt nicht wirklich den großen Unterschied vom Callaway zum Ping Driver. Optisch gefallen mir beide sehr, sehr gut und was natürlich die Performance betrifft, bei gleicher Loftzahl und mit einem ähnlichen Schaft, da kann einfach nicht viel Unterschied sein, meiner Meinung nach. Weil ja auch der Ping Driver wirklich mit den neuesten Komponenten versehen ist. Ich hatte eben, wie bereits erwähnt, beim Ping Driver eine Carry-Distanz von 221 Meter, Gesamt 238 Meter, also das ist meiner Meinung nach fast das gleiche, fast ident. Hast du einen Ping G425 Driver und möchtest dann zum Callaway Driver wechseln, macht das Ganze Sinn? Ich weiß es nicht, das musst du wahrscheinlich ausprobieren. Der Callaway Driver an sich, jetzt kommen wir zum Ende des Videos mehr oder weniger, ist für mich ein sehr, sehr guter Driver. Das Einzige, was für mich ein wenig, jetzt vielleicht gewohnheitmäßig, komisch aussieht, ist die Schlagfläche. Die Schlagfläche ist so ein wenig abgerundet unten, was mir persönlich das Gefühl gibt, ich muss das Ding einfach mittiger treffen. Ist aber normalerweise kein Problem. Das ist wirklich die Low-Spin-Rakete übrigens auch gewesen von Callaway, die Rogue Low-Spin-Rakete. Und wenn man das Ding gut trifft, dann geht das wirklich richtig ab, das kann ich einem versprechen. Vom Design her schwarz-orange, ob das jetzt jedermanns Sache ist, weiß ich nicht. Erinnert mich ein wenig an die heurigen Cobra Driver. Keine Ahnung, ob sich Callaway und Cobra abgesprochen haben, aber auf alle Fälle sind beide Driver so leicht schwarz-orange vom Design her, würde ich sagen. Abschließend möchte ich mich wie immer herzlich bei dir fürs Zuschauen bedanken und kann nur sagen, der neue Callaway Driver lohnt sich auf alle Fälle zu schlagen. Das heißt, geh raus, teste den Driver und finde für dich selbst heraus, ob dieser Driver was für dich ist oder eben nicht. Ich kann nur eines sagen, Larry und alle kennen Larry, ist schon ein wenig angetan von dem Driver. Und es kann durchaus sein, dass dieses Gerät in Larrys Bag landet und bei dem einen oder anderen Course-Vlog zu sehen sein wird. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Ciao. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Hollywood Golf.